König. Bube. Dame. Gast. Der Stephen King Reread Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge König, Bube, Dame, Gast. Wir haben wieder ein etwas größeres Projekt mit euch vor. Wir wollen mit euch über die Novellensammlung 4 nach Mitternacht sprechen. Und diese beinhaltet ja, wie gesagt, 4 Novellen. Nämlich einerseits den Goliath, außerdem Geheimer Garten, das geheime Fenster, Zeitraffer und der Bibliothekspolizist. Wundert euch bitte nicht, wir mussten aus internen Gründen die Reihenfolge ein bisschen umstellen. Deswegen fangen wir heute an mit der Novelle Zeitraffer. Und dazu haben wir uns einen ganz wundervollen Gast eingeladen, nämlich den Sönke. Hallo Sönke. Hallo. Außerdem wie immer dabei der Flo. Hallo Flo. Guten Abend. Und natürlich auch der Jonas. Hallo Jonas. Hallo Dela. Ja, Sönke, erzähl doch mal ein kleines bisschen über dich. Kennt man dich? Hat man dich vielleicht schon mal irgendwo gehört? Machst du irgendwas? Du kannst jetzt deine Werbung platzieren, wenn du welche machen möchtest. Also ich werde oder ich plane einen Podcast zu machen. Der wird vielleicht draußen sein, wenn das hier rausläuft. Aber ich weiß es noch nicht. Wir werden es sehen. Aber bis jetzt hat man dich noch nirgendwo in Erscheinung treten sehen direkt. Nicht, nein. Ein paar Texte von mir schon, aber mich nicht. Und wie sieht es bei dir aus mit King-Erfahrung? Bist du da sehr, sehr drin in der Thematik oder bist du zufällig über uns gestolpert und fandest das toll? Oder? Ich habe noch nach euch gesucht. Also ich habe mit das Mädchen angefangen und habe dann so ein weniger King, ein paar King schon, einige von den Bachmanns. Und dann wollte ich glaube, ich wollte irgendwas zu Schwarz wissen. Ich weiß aber nicht genau, wie ich auf euch gekommen bin, habe dann aber alle Episoden angehört und habe mir in 90% der Fällen dann entschieden, das Buch nicht zu lesen. Sind wir wirklich so böse? Nein, aber ihr habt mir schon 60 Stunden mindestens gekostet, die Hörbüchern. Vor allen Dingen die Geschichtensammlung, die ist ja ziemlich lang. Mhm. Und ich habe ein neues Lieblingsbuch, aber das kommt erst viel später. Okay. Naja, aber wie gesagt, aber so generell ganz fit im King-Universum, dass du da jetzt alles gelesen oder gehört hättest, bist du nicht. Du bist nur Gelegenheitsleser. Das ist auch ziemlich viel. Naja, klar. Ja. Okay. Gut, dann würde ich sagen, lieber Flo, du hast doch bestimmt für diese Novellensammlung und vielleicht sogar für diese Novelle einzeln eine zeitliche Einordnung, ein paar Worte für uns. Ja, wir besprechen heute das einige der Geschichten aus Four Past Midnight, also im Deutsch erschienen in Vier nach Mitternacht oder in Langoliers und Nachts. Das waren zwei Bände mit jeweils zwei Geschichten, ist auf Deutsch aufgeteilt worden. Diese Sammlung erschien 1990 und war das zweite Buch von King, das eben vier Novellen vereinte. Das erste haben wir ja schon besprochen, das war Frühling, Sommer, Herbst und Tod. Und das Buch hier unterscheidet sich doch stark von dieser ersten Novellensammlung. Also während das erste ja doch über die Grenzen des Horrorgenres hinausging und einige der beliebtesten Geschichten schuf, die King bis dahin hatte, da hat King hier nicht versucht, neue Wege einzuschlagen. Er hat eigentlich versucht, seine alten Wege wiederzufinden. Denn die Geschichten entstanden in den Jahren, in denen er keine Bücher veröffentlichte und größtenteils unter einer Schreibblockade litt, also nach seinem Entzug. Viele angefangene Geschichten aus dieser Zeit wurden wieder beiseite gelegt. Und ja, die vier sind übrig geblieben. Und heute besprechen wir etwas, das in Verbindung steht mit unserer letzten Folge, mit dem Roman Stark. Denn wir besprechen das Bindeglied zwischen Stark und dem damals schon angekündigten Roman In einer kleinen Stadt, also den Mittelteil der Castle Rock Trilogie. Stark hat uns damals ja doch, ich würde mal sagen, beeindruckt. Und ob das Zeitraffer im Original des Sundog jetzt auch schafft, das müssen wir heute mal herausfinden. Okay, Jonas, hast du denn für uns eine Inhaltsangabe zu diesem Buch? Natürlich. Kevin Dedevan bekommt zu seinem 15. Geburtstag eine Polaroid-Kamera geschenkt. Das Problem ist allerdings, dass sie nicht das fotografiert, was sich vor der Kamera befindet, sondern immer nur Fotos von einem Hund vor einem Gartenzaun ausspuckt. Und von Bild zu Bild bewegt sich der Hund immer ein wenig. Kevin geht der Sache mit Hilfe des zwielichten Verkäufers Pop nach.
Dieser Pop wittert eine Gelegenheit und luchst Kevin die Kamera ab und versucht sie dann zu Geld zu machen. Kevin denkt derweil, die Kamera wäre zerstört. Mit jedem Foto, das Pop macht, kommt der Hund dem Fotografen näher und wirkt irgendwie bösartig. Letztendlich explodiert die Kamera und der Hund bricht durch dieses letzte Foto in unsere Welt. Kevin kann ihn jedoch aufhalten, indem er mit einer zweiten Kamera quasi auf den Hund schießt. Daraufhin verschwindet der wieder in dem Bild und das Bild implodiert. Ein Jahr später, an Kevins 16. Geburtstag, bekommt der einen Textcomputer geschenkt. Und dieser spuckt ohne Zutun eine Warnung aus. Der Hund sei immer noch hinter Kevin her und er ist hungrig. Ich bedanke mich für diese Inhaltsangabe. Und ja, ich würde sagen, dann reden wir doch direkt über die Geschichte. Denn es ist ja hier immer ein bisschen schwierig, bei den Novellen und bei den Kurzgeschichten die Charaktere einzeln zu machen. Deswegen würde ich sagen, gehen wir einfach direkt mitten rein. Wie war denn euer erster Eindruck? Und da würde ich sagen, Sönke, fang du doch mal an. Ich fand es sehr klassisch, vor allen Dingen das Ende. Also bei King ist ja ein Discovery Writer. Das heißt, er hat die und schreibt einfach drauf los. Und dann ist es oft so, dass er keine Ahnung hat, wie er es zu Ende bringen soll. Und dann fängt er auf so eine 0815, also auf so eine Nichtlösung, wie auch bei, ich glaube, der deutsche Titel ist In einer kleinen Stadt. Also, dass irgendwie aus dem Nichts heraus eine Art Shining über die Hauptperson kommt, die der Hauptperson dann sagt, was sie zu tun hat, was auch in wenn man oder das... die Hand Gottes bei The Stand im Film. Stand ist nochmal was ganz anderes. Stand ist eine Nicht-Geschichte, die hätte keine Figur gebraucht, die wäre total ohne alles ausgekommen. Ja, genau. Wie das mit diesen Indiana Jones und der Kiste, wo man auch Indiana Jones hätte für die Geschichte brauchen können. Genau. So, dann ganz am Ende, im letzten Viertel überkommt den jungen Mann, den Kevin, so eine Art Shining und dann weiß er plötzlich, was zu tun ist und sein Vater hält ihn auch für ganz erwachsen und es ist leider auf Ewigkeiten schon zu sehen, was er machen wird, dass er das Viech fotografieren wird und deswegen hat das für mich null Spannung am Ende gehabt. Und ich fand, das mit dem Textcomputer dann am Ende noch hinzuzufügen, war auch so... hat es nicht besser gemacht, ja. Aber wenn, ich habe ja die ganzen Hintergründe nicht dazu, so King, aber wenn er eine Schreibblockade gehabt hat, dann passt das hervorragend. Na, ich würde sagen, darauf kommen wir gleich. Aber erstmal gehen wir mal weiter mit dem ersten Eindruck. Jonas, wie war es denn bei dir? Also ich fand, ich sag mal, die erste Hälfte schon ziemlich nett. Es war nicht ganz klar, okay, was macht jetzt diese Kamera genau? Sind irgendwie immer dieser Hund, dann, ach ja, der Hund bewegt sich und diese Entwicklung war nett, sie war nicht zu langsam, zwar schön und das Ende war irgendwie ein bisschen wirr. Mhm. Fand ich so die zweite Hälfte auf, warum dann Pop auf einmal nicht mehr die Kamera gesehen hat, sondern die Kuckucksuhr und so, das hat alles nicht so ganz gepasst in meinem Kopf. Okay. Und Flo, bei dir? Ich habe mich kaum an diese Geschichte erinnert. Ich wusste nur, so als Mittelteil dieser Castle Rock Trilogie, dass ich sie als nicht so gut in Erinnerung hatte. Und nach dem Anfang, der so Slapstick-Szenen hat, diese Geburtstagsfeier, wenn die ganze Familie umfällt und so, das dachte ich schon, oh je, das ist ein bisschen... ein bisschen blöd. Dann hat sich die Geschichte aber gut entwickelt. Das Rätsel um diese Kamera ist gut aufgebaut worden. Ich mag Pop Merrill als Charakter. Und dann im letzten Drittel fällt die Geschichte sowas von auseinander. Und auch dieses Ende mit dem Textcomputer, das ist ja so ein klassisches Horrorfilm-Trope, dass das Monster halt nochmal ein letztes Mal wieder auftaucht und ein offenes Ende bringt. Nein. Das war nicht so wirklich. Und auch die Lösung der Geschichte, dass er den Hund mit dieser anderen Kamera erschießt, das ist einfach ein Übersetzungsfehler. Weil Shoot ist halt auch ein Bildschießen. Und es war die Logik
dieser Lösung war für mich wieder eine Katastrophe. Mhm. Naja, also mir ging es so, ich weiß, ich habe die Geschichte irgendwann mal gelesen. Ich kann mich nicht mehr dran erinnern. Und ich muss ganz ehrlich sagen, hätte ich jetzt für diesen Podcast keine Notizen machen müssen, ich würde mich auch jetzt schon wieder nicht mehr dran erinnern. Aber ich muss zugeben, ich hatte an den Charakteren doch durchaus meinen Spaß. Vor allem, was mir aufgefallen ist, das ist mal das erste Mal eine, zumindest in Ansätzen, intakte Familie, die mir nicht auf den Sack ging. Ich weiß nicht, wie euch das ging. War das bei euch genauso? Ja, genervt hat sie nicht. Also, aber ist euch das auch aufgefallen, dass das mal eine der seltenen Fälle ist, wo wir mal eine, zumindest in Ansätzen, intakte Familie haben? Nee, richtig aufgefallen ist mir nicht, aber ich achte auf sowas auch nicht so richtig. Hm. Aber schön ist die Geschichte mit dem Vater, wie er erzählt, dass man keine Schulden macht. Ja, das stimmt. Also das ist, King kann ja schreiben. Er kann nur nicht immer die Geschichte zu Ende erzählen, weil er einfach keine hat. Aber niemand sagt, dass er nicht schreiben kann. Er kann hervorragend schreiben. Und der Anfang ist nett, finde ich jetzt nicht überragend. Ich finde, was die Stärke dieser Geschichte für mich ist, der Teil mit dem Typen, der die Kamera versucht zu verkaufen. Die Geschichte, wie der Vater sagt, dass du keine Geschäfte mit ihm machst, aus diesen Gründen, und der seine eigene Leidensgeschichte von diesem mit diesem Geschäftsmann erzählt. Und dann die Geschichte, wie der versucht, sie an seine Leute zu verkaufen, und keiner von ihnen will sie haben. Mhm. Dieser Teil, der ist 1A. Der ist A. Der ist super. Der Rest ist, habe ich schon vergessen. Ja, stimme ich dir fast zu. Also diese Schwestern zum Beispiel, an diesen Versuch zu verkaufen, die fand ich ein bisschen merkwürdig, aber insgesamt ist das wirklich so der stärkste Teil der Geschichte. Ich mochte auch, wie sie versuchen, hinter das Geheimnis zu kommen. Mach noch ein paar Bilder und dann, ja, ich sag mal, Daumenkino-mäßig sieht man immer, dass es sich ein bisschen weiter bewegt. Soweit bin ich dir noch voll mitgegangen, aber ja. Es ist halt, ich denke, in Kings eigener Wahrnehmung ist das der Zeitpunkt, wo die Kamera übernimmt. Die Kamera will nicht weg, die Kamera will Kevin. Ja, aber es kommt nicht dir als Leser nicht so rüber, nicht zu dem Zeitpunkt. Aber die Kamera lässt sich nicht entfernen aus diesem Kreis. Was nicht erklärbar ist dann für mich, wenn sie Kevin will, warum hat sie dann diesen einen Sprung zu dem Händler gemacht? Das ist so der Ring. Da bin ich voll bei dir. Das ist genau mein Problem, was ich mit der Geschichte habe. Es wird ja am Anfang so, zumindest, also es ist komplett konfus, brauchen wir uns nicht drüber unterhalten. Aber für mich ist das so, dass ja in dem Moment, wo diese Parallelwelt diesen Token hat, diese Krawattennadel, ab dem Moment hat sie zumindest theoretisch Zugriff auf Kevin. Das ist schön und gut, das könnte ich akzeptieren. Es ist Schwachsinn, aber es könnte ich akzeptieren. Was ich aber nicht akzeptieren kann, ist, dass es bei Kevin trotzdem, dass sie diese Krawattennadel hat, so lange dauert. Und im gleichen Moment, wir erfahren ja dann später, sobald die Kamera bei Pop ist, dass auch seine Pfeifenstopfnadel verschwindet. Das heißt, der Hund hat jetzt einen neuen Token. Und bei Pop geht es auf einmal völlig irrational schnell. Und das ist eigentlich das, was mich daran stört, dass die beiden nicht die gleiche Kurve haben. Na, weil er aber kein Shining hat. Also ich denke, für mich hat Kevin Shining. Also ich habe, es ist jetzt ja nicht, aber in Langoliers kommt ja auch das vor. Ich glaube, das ist so ein Teil, das haben viele Leute die sich immer so komisch verhalten, ja, am Ende. Die Helden, die es dann aus irgendwie keine Chance haben, in S nicht, in einer kleinen Stadt nicht, in Langoliers nicht, hier nicht, in diesen ganzen Geschichten, die haben null Chancen. Du hast diesen übermächtigen Gegner aufgebaut und du hast null Chancen, und dann schaffen sie es trotzdem, und sie agieren total nicht rational. Sie agieren wie von Fremdgotteshand meinetwegen gesteuert, hm, und schaffen es dann doch. Das, ja, ist, aber dann müsste trotzdem, also ich kann das akzeptieren. Es ist ein Fall, in dem Fall keine Chance, dass man müsste so viel an der Geschichte ändern. Und ich verstehe nicht, also er muss halt zu dem Zeitpunkt schon einen Status gehabt haben, wo kein Lektor mal drüber geguckt hat. Da bin ich bei dir. Das war auch so. Das hat man in den Büchern so vor seinem Entzug sehr gemerkt, weil er da einfach wirklich alle Ideen rausgehauen hat, ohne irgendwelchen Sinn, ohne Hintergründe, ohne was zusammenzubringen.
Das ist hier schon wieder besser, aber bei weitem noch nicht wieder sinnvoll zusammengestellt. Aber ich habe gegen diese ganze Sache mit dem Shining, das ist okay, das kann ich akzeptieren, aber das Problem ist, wenn er eh chancenlos ist, dann könnte man es ja auch so machen, dass er quasi, also Kevin, die gleiche Verfallskurve so schnell hat. Dann könnte ihn ja trotzdem das Shining noch retten. Bloß was mich stört, ist das unterschiedliche Pacing, dass es bei Pop auf einmal so schnell geht und bei ihm so langsam. Ja. Das meinte ich damit. Was cool gewesen wäre, ist, wenn der Vater ihn gerettet hätte. Wenn du die ganzen Sachen, die Kevin am Ende gemacht hätte, durch den Vater von Kevin austauscht. Ich denke, das hätte viel mehr Sinn gemacht. Das wäre zwar ein bisschen von außen, wie heißt das, Ex Machina gewesen, aber hätte man ja noch aufbauen können. Also ich hatte viel Sympathien für den Vater ab dieser Geschichte. Ich mochte ihn. Es ist für mich die stärkste Figur in dem ganzen Ding. Die zweitstärkste Figur ist der Pop, der Verkäufer, und dann erst kommt Kevin, wobei ich habe in dem Fall der Geschichte jetzt keine Hassfigur. Die sind nicht schlecht. Ja, das stimmt. Es ist Potenzial dahinter. Du hast diese Welt auf der anderen Seite der Kamera, die null beleuchtet wird. Wie immer, er schmeißt Ideen an uns ran und hat nicht mal den Hauch einer Ahnung, was, warum, wie. Ja, eine dieser Ideen, würde ich sagen, ist Polaroids Will. Also Kevin hat Träume von einer zweidimensionalen Stadt, was ich als Konzept total cool finde, aber er macht halt extrem wenig damit. Ja, leider. Ich denke, damit hätte man auch, wenn man das ein bisschen ausgebaut hätte, hätte man vielleicht eine Lösung finden können, die die Geschichte halt wirklich zu einem guten Abschluss gebracht hätte. Aber es sind auch nur 200 Seiten, also ja, schon viel. Also ich finde meine Idee nicht schlecht, den Kevin verfallen zu lassen, den Händler verfallen zu lassen und dann den Vater reinzubringen als Helden, aus ein bisschen aufzubauen, ab der Geschichte vielleicht mehr reinzubringen. Er hat ja denn diese komischen Gedanken von seinem erwachsen werdenden Jungen und so weiter. Da fängt es halt an, aus dem Ruder zu laufen mit King an der Stelle. Ja. Wo man hatte da seine Idee und hat nicht zur Seite gedacht, wie gesagt, ein Lektor oder jeder hätte ihm da helfen können zu sagen, dass der Plot nicht funktioniert, nicht im letzten Drittel. Und dann hätte man, finde ich, wäre eine gute Abbiegung gewesen, als der Vater die Geschichte erzählt hat, als auch der Vater reingekommen ist in die Geschichte, ihn dann weiter auszubauen, vielleicht auf eine Sicht des Vaters zu steigen. Ja, wir hatten da vorher die Sicht des Händlers und die Sicht des Jungen und dann die Sicht des Vaters, und dann rettet der Vater mit derselben Idee fast wie der Kevin. Hätte wahrscheinlich viel besser geklappt. Ich habe dazu eine Theorie. Ich weiß nicht, ob das Blödsinn ist. Ich habe ja jetzt alle vier Geschichten aus dieser Reihe gelesen. Und für mich ist die Grundthematik all dieser vier Geschichten der Umgang mit Druck und das zu zerbrechen unter Druck. Und ich glaube tatsächlich, dass aus dem Grunde die Lösung mit dem Vater hier auch nicht funktioniert hätte, im Kontext dieses Gesamtdings. Weil für mich die Idee ist, der Vater hatte ja seine Drucksituation, als er damals diese Wettschulden gemacht hat. Und sich dann rauslaviert hat aus der ganzen Nummer. Er hat es zwar selber in den Griff gekriegt, aber er musste ja erstmal seine Frau belügen und so weiter und so fort. Das ganze Pipapo. Und er hat, naja, wie gesagt, er ist ja irgendwo unter diesem Druck. Er hat nicht so reagiert, wie es angemessen gewesen wäre vielleicht. Und Kevin, gerade vielleicht auch durch seine Jugend, und auch das werden wir in den anderen drei Geschichten dann noch hören, die reagieren unter Druck anders. Zum Beispiel bei Lingolios werden wir dann eine jugendliche Figur wieder haben, die auch wieder ganz anders reagiert als die Erwachsenen. Also wie gesagt, diese Idee mit dem Druck und dass die Jugendlichen damit anders umgehen, die fand ich eigentlich ganz hübsch. Deswegen fand ich das okay, dass er eben keine erwachsene Person in dem Moment benötigt, die ihm beispringt. Ich würde sagen, ja, verstehe, aber das ist ein Strohmann. In Lengolia ist das Mädchen, das ist keine Erwachsene. Das ist kein Kind. Also es ist ein Kind physisch, aber das werdet ihr dann auch mit jemand anderem besprechen, aber das ist kein Kind. Das ist kein Kind als Figur. Er hat nur gesagt, dass die Figur ein Kind ist, aber sie ist ein Kind. Ich kann das verstehen, wenn ich das sehe jetzt, dass ich dann
wenn diese Geschichte nur mein Ego als Autor, fein, verstehe ich, aber das macht dir nicht zu einer guten Geschichte. Um es zu einer guten Geschichte machen zu wollen, hätte ich es anders machen müssen. Ja? Ja, das stimmt. Und das hätte mir auch ein Lektor gesagt. Und auch das, man kann diese Geschichte vom Vater ja ändern. Man kann auch da sagen, und dann musste ich dieses Geheimnis, das der Mutter nicht erzählt hat, was ja auch das Geheimnis von King in dem Fall. Das ist ja alles eher in diesen Geschichten. Kann man ja auch ändern. Kann man auch sagen, okay, dann Mutter hat's aber rausgefunden. Dann hatten wir Streit und wir sind zusammengekommen und bla. Ja, da ist eine gute Geschichte dahinter. Da sind zwei Drittel gut, ein Drittel echt schlecht. Und der Autor hat entschieden, das so zu lassen. Hm. Was mich mal interessieren würde, wir haben uns ja gerade schon über die Verfallskurve von Pop unterhalten. Und da wollte ich euch mal fragen, also mir ist das ganz extrem aufgefallen, auch stilistisch, dass ab dem Moment, als Pop so ein bisschen abrutscht, auch der Schreibstil sehr hektisch, sehr konfus, sehr durcheinander, sehr schnell wird und tatsächlich richtig fiebrig wirkt. Das fand ich als Stilmittel hübsch und ich habe auch verstanden, was er damit will. Aber ich fand es unglaublich nervig und anstrengend zu lesen. Ging euch das auch so? Mit der Zeit ja. Am Anfang fand ich es tatsächlich noch schön, dass er das wirklich auch stilistisch so einbaut. Aber umso weiter das fortgeschritten ist, umso nerviger wurde es. Mhm. Ja, das sehe ich sehr ähnlich. Es war anfangs halt schön, neuer Charakter, neuer Erzählstil, das passt zusammen und vielleicht auch sein Bestreben, hektisch viel Geld zu machen. Aber ja, es war halt anfangs schön, aber dann war es halt immer, ja, es blieb dann irgendwann gleich und wurde nicht spannender. Ja, also ich habe aber vielleicht eine Lösung, warum das bei Pop auf einmal schneller geht. Und zwar ist die Zeit zwischen den Fotos, die er macht, viel länger. Weil er versucht ja über mehrere Wochen diese Kamera zu verkaufen. Das stimmt, das ist eine Idee. Und die ersten Fotos wurden ja, ich glaube, erst immer eine Stunde nacheinander und dann alle 2 Stunden oder so. Und dann waren es irgendwie 58 Bilder, als Pop die Kamera bekommen hat. Und bei Bild 70 kam der Hund raus. Also du meinst, desto näher der Hund schon dran ist an der Kamera, desto mehr Macht hat er logischerweise. Und desto schneller geht dann auch der Verfall. Nee, ich meinte einfach, der Hund bewegt sich, egal ob ein Foto gemacht wird oder nicht. Aber mit jedem Foto sieht man erst, was alles passiert ist. Ja. In Abwandlung kann ich das hinnehmen, ja. Genau, aber dass der Hund quasi, wenn er einmal zum Angriff übergegangen ist, dann auch beschleunigt, das würde ich mir auch vorstellen. Mhm. Ja, also ich finde es logischer, dass er mehr Macht hat, je mehr Bilder erzeugt wurden. Dass er am Anfang wenig hat und dann exponentiell mehr Macht bekommt, das könnte ich hinnehmen. Zum Schreibstil, ich habe das Ganze als englisches Hörbuch gehabt und habe es in 2-facher Geschwindigkeit gehört, damit ich das Ganze vor Past Midnight durchbekomme. Okay. Und ich habe mir das der Schreibstil von The Sun Dog immer gut gefallen. War immer schön flockig. Aber wie gesagt, 2-fache Geschwindigkeit und jetzt war es original. Vielleicht ist die Übersetzung gekommen. Mhm. Aber dir ist jetzt auch der Unterschied nicht aufgefallen zwischen den zwei Teilen. Meinst du? Ja, es war anders, aber es war angenehm. Okay. Die Frage war ja, ob es zu... Ja klar, aber es ist dir aufgefallen. Ja, also ja, es ist ein anderer Charakter, eine andere Erzählweise. Er ist ein Erwachsener im Gegensatz zu einem Kind, wobei seine Kinder auch nicht wirklich als Kinder durchgehen. Ich mochte die Erzählweise auch lieber. Mir gefiel das besser. Mir gefiel der ganze Teil. Das ist ja mein Lieblingsteil, von der Geschichte des Vaters bis Pop durchdreht. Okay, nee, ich frage deshalb, weil bei mir wäre es zum Beispiel... Wenn ich das als Hörbuch höre, ich würde das nicht merken. Das merke ich wirklich nur, wenn ich selber lese und den Text vor mir habe. Weil eben die Sätze kürzer werden und so weiter. Deswegen habe ich dich jetzt gefragt, ob du es beim Hören überhaupt wahrgenommen hast. Das kann sein. Ich habe schon ewig nichts mehr gelesen, was nichts mit der Arbeit zu tun hatte. Einfach keine Zeit. Okay, aber ist ja interessant. Ist ja nicht verkehrt. Aber wie gesagt, es ist halt wirklich...
ich glaube, man kann das auch gut finden, da bin ich wohl bei dir. Aber es ist halt tatsächlich extrem auffällig. Und so extrem macht er das eigentlich auch selten, vor allem auf so kurzer Seitenmenge, ja, sag ich mal. Eine andere Geschichte, Bibliothekspolizist, das ist was ganz anderes. Da reden wir das nächste Mal oder so. Da fiel mir das sehr auf. Da musste ich auch ein paar der Zitate nachgucken, weil ich es so schön fand. Mhm. Okay. Habt ihr denn hier ein paar Szenen, die ihr richtig toll fandet? Also erstens, wo ich wirklich meinen Spaß hatte, war diese Sache mit dem Traum, mit dem Polaroids-Will. Wobei es mich da fürchterlich geärgert hat, dass er das nie richtig ausgebaut hat. Und ich fand auch tatsächlich die Idee mit der Kamera und die Bewegung im Bild und so weiter. Das fand ich alles ganz hübsch beschrieben. Nur leider hat es bei mir überhaupt nicht funktioniert, dieses dämonische, bedrohliche an diesem Hund zu empfinden. Hat das bei euch gegriffen? Bei mir ging das nicht. Nein, aber mir ist dabei was anderes aufgefallen. Zu dem Hund kommen wir wahrscheinlich bei der Symbolik noch ganz intensiv. Denn das ist tatsächlich was King in seinen Werken nach dem Entzug häufiger einbaut. Und ich glaube, dass das Bedrohliche an diesem Hund ist eher was Symbolisches als tatsächlich, ja, der Hund. Weil so ein dämonischer Hund, ja, in der Kamera, eigentlich ist das ein blödsinniges Konzept. Ja. Aber ich mag die Grundidee eigentlich doch ziemlich sehr, weil es was Unheimliches hat. Ja, und es erinnert mich ja auch vor allem so ein bisschen eben an die Geschichte, das Bild. Wo eben auch so ein eigentlich unbelebtes Ding, in dem was passiert, wo sich was bewegt, was theoretisch vielleicht, das ist genau dasselbe Problem, was ich mit Spiegeln habe. Es sagt mir ja keiner, dass das nicht wirklich eine Welt dahinter ist. Und auf einmal taucht da was auf, was da nicht hingehört. Also das ist eine Angst, die funktioniert bei mir. Ja, ich finde es auch, ich kann es nicht erklären, warum es funktioniert, aber es funktioniert. Die Idee ist wirklich spannend, auch wenn sie keinen Sinn ergibt. Und deswegen, ich glaube, das reißt auch nochmal ein Stück raus. Das macht auch so dieses ersten zwei Drittel der Geschichte doch noch recht gut. Mhm. Und dazu dann, wie wir schon gesagt haben, die Figuren, gut, Kevin ist recht blass, also ja. An dem finde ich jetzt nicht viel, aber Pop mag es ja. Nein, es nervt wirklich niemand. Pop mag ich sehr, ich mag Kevins Vater, ich mag Kevins Schwester, aus irgendeinem Grund. Und ja. Also ich muss sagen, ich habe an Pop auch unglaublichen Spaß gehabt. Wir haben ja schon Ace Merrill kennengelernt, der ja auch Teil dieser Familie ist. Und ich mag Pop. Im Vergleich zu Ace, er ist zwar nicht minder kriminell, aber erstens, er ist klug. Zweitens, er ist stilvoll, er ist sinngebungsvoll, er ist unglaublich planvoll, er weiß also, was er tut und verfolgt diesen Plan auch. Und er, wie soll ich sagen, er ist sich ja seiner Außenwirkung vollkommen bewusst, in jeder Hinsicht. Es fällt dann der Satz, abschauen, das hielten sie von ihm, abschauen. Bis sie sich mit den Ärschen in die Nesseln setzten und ein rasches Darlehen brauchten und die Sonne untergegangen war, so war das. Also ich mag den unglaublich gerne als Charakter und ich habe da an ihm fürchterlichen Spaß gehabt. Aber eine Frage habe ich. Es wird ja beschrieben, er ist ein älterer Mann oder ein alter Mann. Lest ihr ihn so? Für mich ist er im Kopf so Mitte 30. Nein, also ich hätte ihn schon auf über 50 auf jeden Fall gelesen. Vielleicht ist nicht so unbedingt ganz alt, aber... Ich würde sagen, so die leicht übergewichtigen, mit zurückgehenden Haaren, schmierigen Verkäufertypen. Schmieriger Verkäufertyp, aber... Ja, zwar mit Stil, aber schon etwas älter, aber jetzt nicht... also ab Mitte 30 würde ich nicht sagen, nein. Okay. Nee, ich hätte auch gesagt Mitte, Ende 50. Okay. Ja, ich denke auch. Also jung im Kopf geblieben, aber eindeutig, das sind einige Sachen an seiner... Hat so einen Vintage-Touch für mich. Ja. Als wie, aber jung im Kopf geblieben und hinterhältig. Okay. Würdet ihr sagen, dass er ein Bösewicht in der Geschichte ist? Nein. Genau das nämlich. Ich würde eher sagen, er ist zwar jetzt keine der guten Figuren,
aber er ist auch, haben wir eigentlich einen richtigen Bösewicht? Also ich weigere mich, den Hund als Bösewicht anzusehen, der ist einfach nur da. Ich würde sagen, eine Theorie äußern. Ja. Wir haben ja schon erwähnt, dass das Ding eine Verknüpfung hat zu Stark und natürlich auch zu eine kleine Stadt. Und in einer kleinen Stadt gibt es ja auch so einen lustigen Laden, wo man lustige Gegenstände bekommt. Und ich vermute, dass unser lustiger Händler, der in meiner kleinen Stadt die Finger im Spiel hat, sicherlich in irgendeiner Form diese Kamera unter die Menschen gebracht hat. Es ist möglich. Ja. Wo ist denn die Verbindung zu Stark? In erster Linie erstmal wirklich das Setting, also die Stadt und so weiter. Dann wird eben, also es ist halt direkt in Castle Rock, ja. Okay, fein. Nee, ich bin nicht so firm mit Zeichnungen in Büchern. Ist nicht schlimm. Also die Kamera, dass die aus dem Laden kommt, aus Needful Things, kann ich. Es muss ja nicht mal direkt aus dem Laden sein, aber dass er halt zumindest da schon mal eingetroffen hat. Ob er den Laden da schon hat, das wird ja, glaube ich, noch gar nicht erwähnt. Ja, aus diesem Umfeld. Aus diesem Umfeld, so ein teuflisches Ding, das ein Dämonenhund aus der 372. Dimension holt. Sicherlich ganz lustig. Ja, aber wie gesagt, wir haben null Erklärung. Nicht im gesamten Werk von King haben wir eine Erklärung dazu. Das stimmt. Also, ich nehme es auch gerade mal jetzt vorweg. Die Verbindungen zu Stark und zu in einer kleinen Stadt, die werden hier tatsächlich meistens im Nebensatz abgehandelt. Also wir lernen hier Pop Merrill kennen, durch dessen Tod ja am Ende dann sein Neffe, war es sein Neffe? Ja. Ja, sein Neffe Ace Merrill wieder in die Stadt kommt. Den kennen wir schon aus Die Leiche oder Nona oder Die Verurteilten und so weiter. Und wir erfahren etwas über den Sheriff Alan Pangborn. Mhm. Da ist wir erfahren zu Stark auf jeden Fall. Genau. Wir erfahren was über Polly Chalmers. Mhm. Nämlich, dass sie Arthritis hat. Das ist hier ein Nebensatz, aber das wird in einer kleinen Stadt tatsächlich wichtig. Genau. Wir lernen die Deputies, also wir bekommen sie erwähnt. Wir lernen sie nicht wirklich kennen. Dadurch auch eine Verbindung zu Dead Zone. Genau. Und es gibt auch eine Verbindung zu Cujo, weil sich natürlich Pop an den Hund erinnert, der den guten alten Sheriff Bannerman und die anderen umgebracht hat. Genau. Dann würde ich sagen, machen wir gleich den Rest von den Querverbindungen auch noch mit. Denn es wird erwähnt, der Mangler und Christine als Film. Das fand ich ganz niedlich. Weiterhin haben wir Querverweise zu dem Talisman tatsächlich, erschreckenderweise. Und zwar auch durch Polaroids Will. Genau. Da steckt Kevin nämlich in Jack Sawyers Körper. Und er geht durch die Stadt Oatley und trifft dort auf diesen Penner und so weiter. Und das ist halt so eine Szene, ja, die im Talisman halt auch mehr oder weniger so drin ist. Genau. Und wir hatten, was haben wir denn noch? Mehr habe ich jetzt auch nicht. Doch, eine Verbindung. Ach doch, natürlich, ja. Ja, nee, doch, erzähl du erst deine. Ja, eine Verbindung zu Friedhof der Kuscheltiere nämlich. Der Laden von Pop ist das Emporium Galorium. Und Judd Crandall in Friedhof der Kuscheltiere erwähnt, dass seine Frau dorthin gefahren ist, um sich eine Eichenkommode anzusehen. Okay. Und ansonsten habe ich noch eine zu einer anderen Geschichte aus Vier nach Mitternacht. Denn der Satz, wenn man jung ist und weder einen Pott zum Reinpissen noch ein Fenster hat, um ihn rauszuwerfen, ist eine Ehe ständig großen Belastungen ausgesetzt. Und diesen Satz mit dem Pott zum Reinpissen und zum Fenster rauswerfen, der kommt in einer anderen Geschichte aus dieser Sammlung auch nochmal vor. Und zwar wörtlich. Gut. Ich bin gespannt. Es hat jetzt keine tiefere Bedeutung. Es ist mir nur aufgefallen, dass er Wort für Wort den Satz nochmal wiederholt hat. Ganz kurz, eine einzige Szene habe ich noch, die ich ziemlich toll fand. Und die Sönke spielt wieder in deine Lieblingssache rein. Denn als er versucht, den Zwillingen diese Kamera anzudrehen und die Haushälterin fotografiert,
und die anfängt zu fauchen und das Zeichen des bösen Blicks zu machen. Das ist eine vollkommen belanglose Nebenszene und die hat für mich den stärksten Eindruck im Buch hinterlassen. Die fand ich dämonischer als den ganzen Hund. Die hatte ich bis gerade wieder vergessen, die Szene. Ich frag mich nur dabei immer, wie sieht dieses Zeichen gegen den bösen Blick eigentlich aus? Das lese ich gefühlt ständig irgendwo, aber ich habe keine Ahnung, wie das aussehen soll. Ich schick dir ein Bild. Ah, okay. Da ist das, du weißt doch, wie dich Frauen angucken. Ungefähr so. Nein, tatsächlich, da ist ja, sagen wir mal so, dieses Zeichen wurde mir gegenüber schon öfters angewandt, tatsächlich. Weil ich ja mit meiner körperlichen Erscheinungsform durchaus ein paar lustige Erscheinungen habe. Und wir hatten da teilweise mal Roma in der Gegend und so weiter und so fort. Und die waren da mir gegenüber auf psychischer Ebene doch recht vorsichtig, so will ich das mal ausdrücken. Also bei abergläubischen Menschen und bei Leuten wie mir, die so ein zum Dämonenflügel gebrochenes Schlüsselbein haben, kann man das tatsächlich noch im echten Leben beobachten. Gut, dann bleibt mir eigentlich nur noch das Ende selber zu besprechen. Und ja, der große epische Endkampf, bla bla bla. Jetzt sagtest du, Flo, das ist ein Übersetzungsfehler. Gebe ich dir grundsätzlich recht, dass das auch ist. Aber er hat's ja insofern mit der Übersetzung wieder gerettet, weil Kevin ja tatsächlich so drüber nachdenkt, wirklich bei diesem Jagdausflug, den er als Kind mal hatte, dieser Vorgang des Erschießens und hab ich den Mut abzudrücken und so weiter. Von daher, das fand ich gar nicht so schlimm. Nein, diesen Moment an sich finde ich auch nicht schlimm, aber überhaupt die Logik, die dahinter steht, ja. Da ist für mich nichts dabei. Ja, das stimmt. Er wird jemand halt eingegeben. Es ist im Englischen ganz nett, es hört sich wirklich so an, als ob er ihn erschießen will. Die Doppelbedeutung von Shoot kommt da ziemlich gut rüber. Bin aber schon ausgestiegen an dem Punkt. Als ich wusste, dass er eine Kamera haben will, wusste bei mir klar, wie es endet. Und dann war dieser ganze Spannungsaufbau zu warten, bis es absolut letzten, bis das Bild aufreißt. Und ich glaube, das fand ich die lächerlichste Sache, dass sich das Bild so aufbläht. Polaroid. Weil ich mich auch frage, wie viele Menschen noch jetzt ein Polaroid mal gehabt haben, so ein Polaroid-Bild, das mit dieser Verdickung unten, wo die Chemikalien drin sind, die da reinlaufen und dass das halt aus. Ja, war schon arger Humbug. Also hat null bei mir. Ich mag King am liebsten, wenn es Science Fiction ist, also wenn es Mann ist und wenn es nichts Übernatürliches gibt. Da ist er für mich am stärksten und weil er davon am wenigsten geschrieben hat, muss ich auch nicht so viel von King lesen. Und ja, das Übernatürliche tut mir nicht so. Kuselt mich nicht. Okay. Und hat das, also außer Friedhof der Kuscheltiere oder sowas, wo es wirklich gut geschrieben ist. Aber in dem Fall hat es mich komplett kalt gelassen. Ja, und natürlich das Ende mit dem Textcomputer. Ich glaube, da sind wir uns alle einig, dass es das nicht gebraucht hätte, oder? Ja, wenn es jetzt klar, nicht nochmal auftaucht bei in einer kleinen Stadt, dann nicht. Da taucht nichts mehr von auf. Nee, dann hätte es weggekommen. Aber wer weiß, was er zu dem Zeitpunkt vorhatte. Nee, ich bin mir ziemlich sicher, dass er wusste, dass das Ende schwach ist. Ja, bin ich mir eigentlich auch sicher. Dass er damit dem Ende noch ein bisschen Spice geben will. Wie halt, ich weiß, dass Trope, ob er damit vielleicht das Trope erfunden hat, das heute in jedem schlechten Horrorfilm vorkommt. Nein, das war in den 80ern in jedem Slasher so, dass... Gut, dann wusste er, dass sein Ende schlecht ist. Das ist ja auch eine Einsicht. Weil du gerade gesagt hattest, Sönke, du hast mit den nicht übernatürlichen Geschichten am meisten Spaß. Ich habe hier in diesem Buch eine Andeutung gefunden, wo Pop Merrill so über seine Kunden philosophiert. Und da habe ich mich unglaublich geärgert, dass wir nicht diese Geschichte bekommen zu lesen, die er da geschrieben hat oder die er da beschrieben hat. Und ich möchte an dieser Stelle kurz vorlesen. Da war zum Beispiel dieser Mann aus Wolfborough. Er hängte sich in dem berüchtigten so und so Haus, wo ein Gentleman zwischen 1880 und 1890 tagsüber eine Menge Menschen bedient und sich abends bei ihnen bedient hatte, indem er sie an einen sorgfältig gedeckten Tisch in seinem Keller verspeiste.
Der Tisch stand auf einem Boden aus gestampfter Erde, der die Gebeine und verwesten Leichen von mindestens 12, möglicherweise bis zu 35 jungen Männern freigegeben hatte, samt und sonders Landstreicher. Der Mann aus Wolfbauer hatte einen kurzen Abschiedsbrief neben seinem Uja-Brett hinterlassen. Kann das Haus nicht verlassen. Alle Türen abgeschlossen. Kann ihn essen hören. Habe Watte versucht. Nützt nichts. Und das arme Arschloch hat wahrscheinlich wirklich gedacht, dass das stimmt. Und ich hätte so gerne diese Kurzgeschichte als Kurzgeschichte. Ich habe irgendwie gedacht, es sei eine King-Geschichte. Nur, dass ich noch nichts davon wusste. Nee, also ich wüsste jetzt auch nichts. Nee, das ist einfach nur, ja, eine Erzählung. Aber warum bringt er denn eine wirklich gute Erzählung als so eine Randnotiz in diese Geschichte und dafür kriegen wir diesen Schwachsinn, den wir haben? Das ärgert mich immer. Es hätte dich mehr geärgert, wenn er daraus eine schlechte Geschichte gemacht hätte. Ja, aber daraus eine schlechte Geschichte machen ist schwieriger als aus einem Dämonenhund. Ja. Vielleicht kommt's noch. Vielleicht schreiben wir in einem Leserbrief und da er ganz ohne Drogen lebt und auch ziemlich normal jetzt ist, vielleicht schreibt das ja mal. Naja gut, aber das wollte ich nochmal erwähnt haben, dass ich das als, wie gesagt, in einem völligen Nebensatz aber eine unglaublich hübsche Idee fand. Mhm. Ich hätte ja gerne so die Abenteuer von Pop Merrill und wie hieß dieser Mafiosi aus der Flucht? Ja, voll gut. So wie ein seltsames Paar, die beiden Ginelli in einem Raum gesperrt. Ginelli, genau. Das wäre schön. Oh ja. Nun gut, dann würde ich sagen, reden wir über die Symbolik, wenn ihr nichts dagegen habt. Dann fange ich erstmal an. Oder gibt es erstmal noch Einwände? Nö. Gut. Nö. Für mich, wie gesagt, alle diese vier Geschichten sind erstmal mit der Thematik Umgang mit Druck. Denn wir haben hier gerade wieder den Umgang mit Druck vom Vater, gleichzeitig durch seinen Sohn, der ja viel souveräner mit der ganzen Nummer umgeht, auch wenn es Schwachsinn ist. Aber eben auch den Vergleich zwischen Ace und Kevin. Ace, der halt unter diesem Druck das Zeug verkaufen zu wollen, wieder zerbricht. Genau. Also diese Sache mit dem Umgang mit Druck, die fand ich hier sehr, sehr deutlich. Ansonsten haben wir hier wieder die Thematik von Moment, da möchte ich jetzt noch eine sehr an den Haaren herbeigezogene Symbolik mit einbringen. Okay. Und zwar, unter Druck werden ja auch die Chemikalien in Polaroid reingedrückt. Ja, kann ich auch mitleben. Das ist okay. Und unter Druck explodiert ja auch der Dämon in unserer Welt. Ja, dann haben wir, wie gesagt, die Thematik von Glaube versus Rationalität. Denn einerseits, der Glaube schützt die Bekloppten nicht vor Pop. Und andererseits, die Rationalität schützt Pop halt auch nicht vor dem Dämon. Das fand ich eigentlich auch ganz hübsch. Und natürlich haben wir hier wieder das Ding, Technik und der Umgang damit, Fotografie als Teufelswerk, gleichzeitig aber dieses, ja, Verbote, ja, da früher war ja alles besser und man kann da ja heutzutage nichts mehr reparieren, aber gleichzeitig dieses, ja, er nutzt halt trotzdem alles, was ihm dient, aber schimpft halt trotzdem ständig drüber. Und was mir sonst noch aufgefallen ist, ist eben tatsächlich die Idee Gleiches mit Gleichem. Also das Bannen mit der neuen Kamera fand ich jetzt schwachsinnig, aber ist ja im Sinne der Alchemie und Hermetik und bla ja doch relativ logischer Gedankengang. Und was mir noch sehr aufgefallen ist, waren tatsächlich die martialischen Worte. Also eben dieses Schießen und Fotoschießen, das Kopf abschneiden. Also das hat ja im Sprachgebrauch bei Fotos schon irgendwie einen Beigeschmack. Und das befördert in dieser Geschichte für mich tatsächlich diese Idee, dass da doch eine echte Welt dahinter ist. Und dass wir den Leuten auf dem Bild jetzt wirklich den Kopf abgeschnitten hätten. Und das fand ich ganz niedlich. Okay, Flo, du hattest zum Hund noch was. Genau, ich habe mich mal eingelesen, was so ein schwarzer Hund denn alles bedeutet. Und es gibt da viele Sachen, also im britischen Raum ist schwarzer Hund in Träumen oder auch in Erzählungen wird oft als Ankündigung eines Todesfalls gesehen. Da treten auch Geister von Hunden in Erscheinung in vielen Geschichten. Das sind meistens große schwarze Tiere mit rotglühenden Augen. Mhm.
Aber der Hund als Symbol und als Traumsymbol auch hat ganz viele verschiedene Assoziationen. Da kommt es nämlich sehr auf den Hund auch an. Also es gibt natürlich Gehorsamkeit, Loyalität, Zuverlässigkeit. Aber ein wütender Hund spiegelt auch den Verlust der Selbstkontrolle über die eigenen Instinkte und Triebe. Und bedeutet auch heftige Auseinandersetzungen. Und gerade das, und auch weil das jetzt in der nächsten Zeit öfter mal auftauchen wird, gehe ich davon aus, dass das auch stark mit dem Entzug und mit der Zeit danach zu tun hat. Mhm. Das King hier, er hat ja schon öfter seine Sucht als Bösewicht verarbeitet. Und dass er jetzt immer noch diesen Druck, die Selbstkontrolle, den drohenden Verlust davon als Schurke einsetzt, das kann ich mir schon gut vorstellen. Ja, durchaus. Habt ihr noch Ergänzungen zur Symbolik, ihr anderen beiden? Nein. Nein. Sinke, wie bist du da überhaupt so drauf? Bei Jonas weiß ich brauche nicht warten, der sieht sowas nicht. Bist du da so ein bisschen sensibel für solche Sachen mit Symbolik und so? Nicht bei Übernatürlichem. Okay. Weil das ist außerhalb meiner, also ich lese da drüber weg und ich lese halt, wie es geschrieben ist. Mich mag die Geschichten, wie gesagt, sehr gerne, die nicht übernatürlich sind, wie, wenn man das spoilern darf, The Secret Window is a Secret Garden. Das ist auch meine Lieblingsgeschichte von den Vieren. Und ja, ich kann es ertragen beim Bibliothekspolizisten, weil das macht Sinn. Langoliers ist so ein Kopf zur Seite wiegen, aber da ist auch eine Symbolik dabei, aber ich zum Glück nicht derjenige, der das mit ich hätte ja gern Secret Garden, Secret Window gemacht. Ja. Aber wir können darüber nochmal beim Bibliothekspolizisten besprechen. Da kann ich mal gucken, ob ich mir was an Symbolik mochte. Wie gesagt, ist überhaupt nicht schlimm. Ich frage nur, weil wir haben halt manche Gäste, die das genauso übertrieben machen wie ich mit der Symbolik. Und wir haben manche, die sagen, das ist Text so, wie er dasteht. Ich finde beide Ansätze vollkommen legitim. Es ist nur immer interessant. Das kleine Art, es zu lesen, das finde ich ja sehr interessant. Wie gesagt, mir geht das alles. Für mich gibt es das nicht. Für mich ist es auch nicht erschreckend. Es ist für mich klar, dass da ich absolut an nichts Übernatürliches glaube, funktionieren diese ganzen Sachen bei mir nicht. Ja. Und daher geht mir auch die Symbolik. Die kann ich gar nicht aufnehmen. Okay. Es sei denn, natürlich ist es nicht übernatürlich. Das kenne ich. Ich merke es nur, wenn es wirklich mit dem Zaunfall kommt. Und hier bin ich halt tatsächlich durch Zufall drüber gestoßen, weil dieses Symbol halt wirklich regelmäßig auftaucht. Ja, und bei mir ist der Witz, ich sehe immer die Symbolik, die nicht offensichtlich ist, und die Dinger, die dich mit dem Zaunfall verbrüllen, die sehe ich nicht. Ich sag nur es. gut. Habt ihr denn hierfür Zitate? Natürlich nicht. Ich habe eine für Bibliothekspolizisten, aber nicht hier. Okay. Flo? Du kennst die Antwort. Okay. Dann habe ich zum Ausgleich wieder 3. Warum machen Sie das, Mama? Miss Delevingne sagte, weil Sie Penisse haben, Liebes. Geh und häng deinen Mantel auf. Und ja, ich unterschreibe das. Der zweite Satz ist von Pop. Man bat die Dame Fortuna nicht um eine Verabredung. Sie hatte so eine Art, Männer immer dann zu versetzen, wenn man sie am dringendsten brauchte. Aber wenn sie aus eigenem Antrieb kam, nun, dann war es klug, alles stehen und liegen zu lassen, was man gerade machte, sie auszuführen und Speis und Trank zu kredenzen, und zwar so üppig man konnte. Sie war ein Flitschen, das zu einem hielt, wenn man sie richtig behandelte. Und das dritte war eben dieser Satz mit dem Putz zum Reinpissen und Fenster zum Rauswerfen. Den fand ich auch ganz, ganz putzig, zumal er, wie gesagt, nochmal wieder verwertet wird. Gut, gibt es denn für diese Geschichte Verwertungen, lieber Flo? Es gibt ein englischsprachiges Hörbuch, kein deutsches leider, und es gibt immer wieder Pläne, das Ganze zu verfilmen, zuletzt als Kurzfilm. Scheinbar liegt das wieder auf Eis und es soll angeblich ein Dollarbaby geben, darüber konnte ich aber nichts wirklich herausfinden. Okay, dann habe ich als allerletztes noch was, das hat jetzt mit der Geschichte selber nicht so richtig viel zu tun. Aber wir haben ja alle die gleiche Ausgabe gelesen. Stichwort Ausgabe. Diese Geschichte ist dann in welchen drin? In Langoliers oder in Nachts? In Nachts. Das ist die letzte Geschichte in Nachts, ja. Okay.
jedenfalls in dieser 4-nach-Mitternacht-Ausgabe, da haben wir für jede Geschichte ein einzelnes Vorwort. Ich weiß nicht, ob es in den anderen Ausgaben auch so ist. Ja. Und ihr wisst ja, ich bin ein großer Freund von King-Vorworten. Und deswegen habe ich hier aus dem Vorwort für diese Geschichte auch nochmal 3 Zitate. Und die fand ich unglaublich putzig. Das erste ist, er unterhält sich über die Rezension, die er so bekommt. Ich gehöre zur anderen Kategorie. Ich denke besessen über die Möglichkeit schlechter Besprechungen nach und brüte darüber, wenn ich sie lese. Aber sie machen mich nicht lange fertig. Ich bringe einfach ein paar Kinder und alte Omas um und dann stehe ich wieder wie eine Eins. Das fand ich fantastisch. Wie gesagt, King-Vorworte lesen macht immer Spaß. Dann, Sie wissen vielleicht oder auch nicht, und vielleicht ist es Ihnen auch egal, dass ich eine Riesenmenge Geld bekommen habe, damit ich dieses Buch und die beiden nachfolgenden veröffentliche. Aber wenn Sie es wissen und es Sie interessiert, dann sollten Sie auch wissen, dass ich keinen Cent bekommen habe, um die Geschichten in diesem Buch zu schreiben. Wie alles andere, das von allein passiert, steht auch der Vorrang des Schreibens außerhalb jeglicher Währung. Und das dritte, was ich mache, das mache ich aus den ernsthaftesten Gründen. Liebe, Geld, Besessenheit. Ich dachte, ja, das ist vielleicht noch ganz hübsch, das auch nochmal zu erwähnen. Sehr schön, ja. Ja. Ich muss eine Korrektur sagen, ich habe ja das englische Hörbuch gehört. Mhm. Kein Vorwort. Okay. Gut, dann bleibt mir eigentlich an dieser Stelle nur noch euch um eure Bewertungen zu bitten. Lieber Gast, wir bewerten von 0 bis 19. Und ich würde sagen, Flo, fang du mal an. Ich hätte gern, dass die Geschichte mir gefällt. Und ich glaube, das werde ich zu jeder dieser Geschichten sagen, dieser Sammlung. Tatsächlich mag ich sie auch über einen langen Zeitraum. Die Figuren sind mir sympathisch, die Spannung ist interessant und würde der Schluss nicht alles wieder kaputt hauen, was er vorher aufgebaut hat, wäre das tatsächlich eine recht gute Bewertung, aber auch so würde ich sagen, ich gebe 11 Punkte. Okay. Ist weniger? Also ich glaube, dass er die Geschichte, die Novellen geordnet hat nach ihrer Stärke. Und das ist die 4. von 4 und daher die schwächste. Ja, wobei ich ihm nicht bei. Das ist eine Sache, wo ich ihm nicht zustimmen würde. Ansonsten folge ich auch bei Sommer, Frühling, Sommer, Herbst und Tod seiner Reihenfolge, dass die erste Geschichte die stärkste und jetzt die schwächste ist. 8 für The Thundog. Okay. Jonas? Ich finde, die Geschichte ist okay, aber mehr auch nicht. Ich gebe 9 Punkte. Mhm. Und ich würde mich da zwischen euch beiden, also zwischen dir und Flo, ansiedeln. Ich gebe 10 Punkte, weil ich habe unglaublich Spaß an Pop gehabt. Das ist ein Charakter, von dem ich mehr will. Das Problem ist, ich hätte mit einer anderen Geschichte mehr Spaß gehabt. nein, aber tatsächlich, es ist keine schlechte Geschichte. Nur das Ende fliegt halt vollkommen auseinander. Aber ich verstehe, was er von mir wollte. Das ist ja auch schon ein Fortschritt. Ich habe auch schon King-Geschichten gelesen, wo man nicht mal verstehen konnte, was er mir sagen wollte. Von daher, es ist okay. Es ist keine Zeitverschwendung. Es liest sich recht schnell. 10 Punkte sind in Ordnung. Aber es ist leider ein Scheißende. Gut. Gibt es noch irgendwelche Ergänzungen zu dieser Geschichte? Nicht von mir. Ich denke, die 200 Seiten haben wir gut durchgekaut. Okay. Dann bedanke ich mich ganz, ganz herzlich bei dir, lieber Sönke. Es war schön, dass du da warst. Danke auch, dass ich da sein durfte. Ich bedanke mich außerdem beim Flo. Immer wieder gerne. Außerdem bedanke ich mich beim Jonas. Vielen Dank auch dir, Dena. Und ich bedanke mich bei euch, liebe Hörerschaft. Es war schön, dass ihr dabei wart. Wir werden uns nächste Folge wieder hören. Diesmal dann zu Der Bibliothekspolizist. Auch da wird uns dann der Sönke wieder begleiten. Und später machen wir dann weiter mit Lingolios und mit Geheimer Garten, Geheimes Fenster. Wir haben allerdings noch andere Geschichten frei. Ich glaube, dieses Jahr sind wir schon ausgebucht, ist das richtig? Es kommt natürlich darauf an, wie weit wir dieses Jahr kommen, aber ich denke, wir sind ausgebucht, ja. Aber ihr könnt natürlich, weil wir auch nächstes Jahr hoffentlich noch weitersenden werden. Es liegen noch viele Bücher vor uns und viele Geschichten. Wenn ihr Lust habt mitzumachen, dann könnt ihr das jederzeit tun. Ihr guckt einfach auf unsere Homepage, da findet ihr die Leseliste
Und alles, was noch nicht durchgestrichen ist, da könnt ihr euch noch draufsetzen, wenn ihr das wollt. Ihr braucht nichts weiter, ihr braucht bloß ein Mikrofon und irgendwas zum Reinlabern. Ihr braucht Skype oder Teamspeak, wobei uns Teamspeak immer lieber ist. Und ansonsten braucht ihr nichts. Wenn ihr das Buch nicht habt, müsst ihr uns nur rechtzeitig Bescheid sagen, dann lassen wir euch das zukommen. Und ansonsten sind wir, glaube ich, relativ wenig bissig. Oder widersprichst du mir da, Sönke? Nö. Auf jeden Fall, liebe Hörerschaft, wie gesagt, lasst es euch gut gehen. War schön, dass ihr dabei wart. Und wir hören uns das nächste Mal zu Der Bibliothekspolizist. Bis dahin, lasst es euch gut gehen. Ciao. Tschüss. Tschüss.